Glamour, Glitzer, Stars. So sieht es aus, wenn die deutsche Fernsehwelt feiert. Die bayerische Staatsregierung lädt zum 29. Mal zur Verleihung des begehrten Blauen Panther ins Münchner Prinzregententheater ein. Also erstens habe ich ihn selber vor 2 Jahren gewinnen dürfen, deswegen hat man natürlich noch eine andere Beziehung dazu. Aber sowohl der Bayerische Film als auch Bayerische Fernsehpreis haben einfach eine große Bedeutung für jetzt nicht nur uns Schauspieler, sondern für verschiedene Gewerke im Film- und Fernsehgeschäft. Sind das sicherlich 2 der wichtigsten Preise, die man gewinnen kann. Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin und Medienministerin Ilse Aigner ist zu Recht stolz auf den Film- und Fernsehstandort Bayern. Ja, wir haben einfach das bunten Strauß von hervorragenden Künstlern, Schauspielern, Regisseuren, Drehbuchautoren, Kameraleuten, die wir heute auszeichnen können und auch zeigen können. Und auf der anderen Seite unterstützen wir das natürlich auch durch vielfältigste Förderungen bis hin zur Filmhochschule, aber auch alle anderen Bereiche bis zum Mediennetzwerk. Der Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk geht in diesem Jahr an den Experten bayerischer Lebensart. Gerhard Polt. Ich kenne ihn sehr, sehr, sehr lange und habe ihn erlebt, wie er immer mit einem kleinen Notizblock rumgelaufen ist und sich jede komische Bemerkung von irgendjemand aufgeschrieben hat. Kaum jemand hat einen derartigen Scharfblick in die Seele des bürgerlichen Menschen getan, wie er das getan hat. Lob von allen Seiten. Was sagt Polt selbst zu dieser Auszeichnung? Was das Ganze für mich bedeutet, ich warte jetzt einmal morgen so langsam nach dem Frühstück. Nach der Zeitung, sonst ist mir das zu prompt. Ne? Keine Promptheit an so einem Abend, ne? Eher Gelassenheit. Und jetzt vielleicht doch ein Weißbier. Weitere strahlende Preisträger gibt es in 5 Kategorien. Informationssendungen, Fernsehfilme, Serien und Reihen, Unterhaltungsprogramme und Kultur- und Bildungsangebote. Das ist eine wahnsinnige Ehre, diesen wichtigen Preis zu bekommen. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich ungefähr vor 10 Jahren hier angefangen habe zu studieren. Und jetzt mit dem Abschlussfilm einen solchen Preis zu gewinnen, ist schon eine große Ehre. Im Vorfeld ist es ein bisschen wie eine Mathe-Klassenarbeit. Auf der einen Seite kann man sich nicht richtig vorbereiten, weil man nicht weiß, ob man es ist. Und wenn man dann wieder von der Bühne kommt, dann ist der Moment so, dass man gar nicht weiß, was man gesagt hat. Für weiß man nicht, ob wie lange war man da. Auf jeden Fall freut man sich wie verrückt. Und welche Momente haben die bayerische Medienministerin besonders berührt? Das war sehr beeindruckend, was die Nachwuchspreisträgerin hier geboten hat. Über 6 Jahre zu drehen ist schon was ganz was Besonderes und so eine berührende und packende Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass ich persönlich Gerhard Polt diesen Preis, diesen Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten überreichen konnte. Er gehört einfach zu Bayern, bringt uns seit vielen Jahren Freude und hält uns aber auch immer wieder den Spiegel vor. Ein toller Abend, einfach rundum gelungen.